Weiter geht's mit Titan Quest. Wir sind wieder ein Level aufgestiegen, müssen noch die Fähigkeitenpunkte verteilen. Ich glaube, wir bleiben erstmal noch beim Geist. Und wir könnten. Ach nee, wir haben das ja noch gar nicht ausgewählt, sehe ich gerade. Okay. Wie viele Punkte haben wir? Drei. Dann geben wir dem unseren Leichenkönig, oder? Kriegt mehr Leben, mehr Energie. So, leveln wir den erstmal hoch. So, er doch die Arbeit Du hier hast machen. keinen Platz mehr. Lalalala. Was darf es dieses Mal sein? Wie immer nix. 24 Rüstungen. Auf meinen Kopf damit. Er hat 21 Rüstung. Dann kann das auch weg. Haben wir wieder mehr Platz im Inventar. Schön. Wiedersehen. Hallo. Ach, wie schön das ist, wenn man ein bisschen mehr Gepäckplatz noch hat. So, hier haben wir alles wieder aufgeräumt. Da geht der Weg auf jeden Fall lang. Gehen wir trotzdem erstmal in die Ecke. Spinnies. Noch mehr kannst du nicht tragen. Na gut. Was darf es dieses Mal sein? Kram, das. Das. 15 bis 31. Na komm, dann nehmen wir den. Feuerwiderstand, ne. Wiedersehen. Eigentlich sind die recht schwach, muss ich zugeben. Da können wir eigentlich selber raufkloppen. Das ist wieder eine Höhle. Wenn die mal stehen bleiben würden.
Noch mehr kannst noch du nicht mehr tragen. Kannst du nicht tragen. Menü. Jetzt stockt er aber ganz schön wieder rum. Ja? Weg. Weg. 24 Rüstung, das haben wir ja selber schon. Zack. 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 Okay. Hier haben wir soweit alles aufgeräumt. Okay. Da scheint noch irgendeine Höhle zu sein. Wahrscheinlich auch alles voller Spinnen. Die rennt rein. Ne, die rennt wieder raus. Mit Kumpels kommt sie wieder an. Na, dann gehen wir mal rein. Oh. Dein Gepäck ist voll. Kein Problem. Schon wieder. Ja, haben wir 24 Rüstung. Ich nehme das trotzdem mal, sieht irgendwie cool aus. Okay. Läuft. Dein Gepäck ist voll. Verdammt. Was? Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? 94. Ach, vielen Dank, Scheiße. Dass du nicht herumlungerst. Einmal rum, okay. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, außer dass wir die Erfahrung noch bekommen haben.
Ja, habe ich da was gehört gerade? Nö, irgendwie nicht. Okay. Dann folgen wir wieder dem Hauptpfad. Ey, wo sind wir denn jetzt? Hier gelandet? Irgendein Dorf? Tegea? Das Wasser in unserem Dorf ist schlecht geworden. Es ist vorgestern passiert, nachdem der erste Satyr gesichtet wurde. Meine Schwester wurde übel und dann meinem Nachbarn. Eine vergiftete Quelle. Schön gleich ein bisschen Erfahrung abgegriffen. Neuigkeiten aus ganz Griechenland berichten von der gleichen Geschichte der Zerstörung. Diese Kreaturen streifen überall umher. Was sollen die kleinen Dörfer tun? Die Spartaner können nicht uns alle beschützen. Früher habe ich Pflüge und Sensen an Bauern verkauft. Aber seit die Monster da sind, verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde, Beinschienen und Speere. Mögen die Götter dich anlächeln. So. Ich singe nun, Muse, von der Göttin der Jagd, die wir Artemis nennen. Und ich singe von einem Sterblichen namens Akteon. Die Göttin Artemis, Schwester von Apollon und Herrscherin über den Mond, es gibt keinen besseren Jäger als sie. Niemand, dessen Bogen oder Speer genauer und sicherer trifft. Akteon war auch ein Meisterjäger und viele Hirsche waren seinem Bogen erlegen. Viele davon zum Dank der Artemis geopfert. Aber Akteons Schicksal war übel. Eines Nachts jagte er ein Wildschwein und kam auf eine Lichtung bei einem Fluss. Und diesen Fluss hatte die scharfäugige Artemis für ihr nächtliches Mondlichtbad ausgewählt. Najaden, Dryaden und all ihre Nymphen um sie herum. Sie hatte sich gerade entkleidet und stieg ins Wasser, als Akteon erschien, aufgeregt von der Jagd. Sie wurde wütend, dass ein Sterblicher sie unbekleidet sah, und mit einem kalten Blick verwandelte sie ihn in einen Hirsch. Daraufhin wurde er von seinen eigenen Hunden gejagt. Sie knurrten ihn an. Er war jetzt ihre Beute. Bestimmt irgendeine mythische Geschichte, die es auch wirklich so gibt. Bleibt immer hier raus. Die Frage ist, wo ist jetzt diese Nebenquest für die vergiftete Quelle? Scheinbar hat das Dorf jetzt hier drei Ausgänge. Ich verkaufe alles, was du im Kampf gebrauchen kannst. Oh, der Helm sieht aber auch cool aus. Beehre mich bald wieder. Bestimmt. Und hier machen wir dann erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze.
Oh, die Quelle. Okay, sehr gut. Spitze, bedanke mich. Bis dann.